Ja, geht's los oder was? Nochmal? Nochmal? Ja, nochmal. Ah, nochmal gleich neu. Nein, stopp, nochmal, ja? Tja. Ja, also versuchen wir mal. Meine Berufung ist das Forschen. Meine Berufung ist Arbeit. Diese Veranstaltung entführt in die Gedankenwelt, erzählt persönliche Geschichten und macht die Motivation von Menschen begreifbar, die unsere Welt auf vielfältige Weise bereichert haben. Ob sie den MP3-Standard entwickelt, Schraubenzieher revolutioniert oder Krümmungen entdeckt haben, wo alle nur eine gerade Linie sahen. Sie allesamt sind Quergeister und Querdenker. Sie alle folgen einem Motto: meine Berufung. Nie haben sie aufgehört, Dinge zu hinterfragen. Nie haben sie sich mit dem zufrieden gegeben, was ist oder wie es scheint. Ihre Antriebskraft ist stets die Neugier. Und dieser Antrieb durchdringt die gesamte Berufungsfeierlichkeit in der Hall of Fame der deutschen Forschung. Für 4 Jahre hat Merck die Ausrichtung zusammen mit dem Initiator, dem Manager-Magazin, übernommen. Das Ambiente und das Bühnenbild lässt die Preisverleihung anmuten wie die Inszenierung eines modernen Theaterstücks. Und genau so soll es sein. Das Motiv der Berufung durchdringt uns alle. Ein Dutzend großflächiger Screens, angetrieben, unstet, konzertant, immer in Bewegung, durch Menschen, die in akribischer Präzision ständig neue Anordnungen, Bilder, Überraschungen schaffen. Mensch setzt Technologie in Bewegung. Wie ein Ballett meiner Leidenschaft, wie eine Bewegung meiner Gedanken, wie eine Choreografie meines Willens spiegelt das eigenwillige Bühnenbild das Zusammenspiel von Forschung und Wirtschaft intensiv und zugleich unaufdringlich wider. Allgegenwärtig ist das Moment der Berufung, vom Moderatoren, dem Chefredakteur, dem CEO, über die Tänzer, dem leidenschaftlichen Koch, bis zu einem hochbegabten Pianisten. Ihre Leidenschaft bringt den Raum zum Vibrieren. Ihre Begeisterung springt unweigerlich über, lässt die Augen funkeln. Und so gipfelt die Hommage an die Berufung in der Verleihung des eigens entwickelten Awards der deutschen Spitzenforschung. Im Symbol menschlichen Schaffens, mit Höhen und Tiefen, mit Spuren und Jahren, die notwendig waren für das hehre Ziel. Die Etappen des Schaffens symbolisiert, wie die Jahresringe eines Baumes. Meine Berufung. Unser Motto für eine bewegte Inszenierung und gleichzeitig das Motiv, das unser Leben eindeutig inspiriert.